Niedersachsen-Derby ist die schönste Zeit des Jahres, sagte Stefan Leitl vor diesem Spiel seiner Roten gegen den Feind aus Braunschweig, Blau-Gelb zu Gast in Hannover, in der niedersächsischen Landeshauptstadt, beim designierten Aufsteiger, der Aussteiger der vergangenen Saison, jetzt im absoluten Abstiegskampf mit einem wichtigen Spiel gegen den Erzrivalen. Stefan Leitls erstes Derby, selbstverständlich trotzdem weiß er ganz genau, was auf dem Spiel steht, hat ja zuletzt auch die SPVG Gräuter Fürth gecoacht, des Derbys also gewohnt, auch wenn es da der erste FC Nürnberg ist und nicht Eintracht Braunschweig, so wie in diesem Spiel. Die Roten mit absoluter Top-Besetzung, aber natürlich ist ein Derby ein anderes Spiel mit anderen Gesetzen und dementsprechend auch die Blau-Gelben definitiv mit Chancen, die sie sich ausrechnen. Motivation von Kapitän Jasmin Fejsic vor dem Spiel, der Routinier, auch beim letzten Derby-Sieg der Braunschweiger bereits im Kasten gestanden. Damals konnte man Hannover in Braunschweig mit 3:0 bezwingen. Julian Börner mit seiner Mannschaft auf der anderen Seite siegessicher und 96 legte los wie die Feuerwehr. Anstoß und sofort die erste giftige Balleroberung in der eigenen Hälfte. Bright Arabi robust gegen Maurice Muhltaub und dann geht's schnell. Der Ball in die Spitze auf den flinken Maximilian Bayer und der legt einfach mal quer und Cedric Teuchert ist da. 1:0. Hannover 96 geht richtig früh in Führung. 30 Sekunden gespielt und die Roten sind vorne. Das Stadion natürlich in Ekstase versetzt. So leicht geht das. Die ganze Mannschaft feiert und Bright Arabi ist der Held der Klasse. Ball nach vorne nach seiner Balleroberung und dann legt Maxi Bayer mit der Übersicht quer, Fejsic kann nichts machen und Teuchert schiebt ein zum 1:0 für Hannover und es ging direkt so weiter, denn direkt nach dem Anpfiff wieder Balleroberung, diesmal von Kunze mit der Hacke auf Köhn, das ist absolut anspruchsvoll technisch gesehen, der Ball kommt zu Harvard Nielsen und der macht den einfach rein, der Ex-Braunschweiger ohne jegliche Kompromisse zieht er den Ball in den rechten Torwinkel, da sieht Fejsic nicht hundertprozentig gut aus, aber so kann man auch wirklich mal sagen, endgültig herzlich willkommen Howie in Hannover. Tolles Tor des Norwegers, der in der Situation wirklich alles richtig macht und Fejsic macht alles falsch. Rechter Außenriss und Fejsic ist deutlich zu weit vor seinem Kasten, kommt da nicht mehr ran. Vor der Saison hat es ja Zweifel an der Fähigkeit von Harvard Nielsen gegeben, im Derby wirklich für seine neuen Farben zu spielen. Das Ganze ist jetzt egalisiert und Braunschweig natürlich völlig verunsichert. Fejsic Abwurf und das ist natürlich katastrophal. Besuschkow mit der Balleroberung, wieder Maxi Bayer im 16er. Wir sind in der 13. Minute und Cedric Teuchert macht das 3:0. Hannover spielt Braunschweig her. Das ist absolut effizient, das ist effektiv ohne Ende. Das ist das, was in den letzten Wochen gefehlt hat und wieder ist die halbe Mannschaft zum Jubeln da. Und da kann man natürlich auch mal die Fans einblenden, die natürlich in dem Niedersachsenstadion hier voller Freude dieses Ergebnis betrachten können. Ganz, ganz schwach verteidigt, aber auch natürlich der Ballverlust, der schon niemals passieren darf. Stefan Leitl freut seine Roten vorne und die wilde Fahrt ging immer weiter. Der Zug hat keine Bremse. 16. Minute, Maxi Bayer wieder im 16er. Rückpass auf Harvard Nielsen. Es klingelt erneut. Hannover mit 4:0 vorne. Da ist gerade mal eine Viertelstunde gespielt und man muss sich wirklich fragen, wo die Reise hingeht. Für Eintracht Braunschweig völlig frei. Harvard Nielsen wird überhaupt nicht angegriffen. Fejsic ein ums andere Mal machtlos auch in dieser Situation. Und Stefan Leitl, ja, der applaudiert seinen Männern, die weitermachen. 33. Minute, kurze Ruhephase gewesen, aber jetzt wieder Harvard Nielsen und klasse Parade von Jasmin Fejsic. Der Abschluss des Norwegers ein bisschen zu zentral. Ansonsten hätte es hier gut und gerne auf 5:0 stehen können. Es gab einige kleinere Chancen für 96. Die dicken, die haben wir hier gezeigt, das waren die Tore, aber trotzdem spielten nur die Roten. Es ging genauso weiter. Bayer auf Börner und der mal auf Besuschkow aus der Distanz, aber Fejsic ist da und peitscht seine Männer jetzt nach vorne. Konzentration bitte, so kann das hier doch wirklich nicht weitergehen. Und dann kam es tatsächlich, der Nadelstich der Braunschweiger. Uja geschickt in den 16er und niemand ist in der Mitte bei Kaufmann. Ryder AMB ist nicht rechtzeitig da und plötzlich gibt es Ergebniskosmetik in Blau und Gelb, auch wenn das natürlich die Fans nicht mehr komplett mitreißt. Trotzdem gut gespielt. Kaufmann geht in den 16er, Neumann geht nicht komplett entschlossen mit, Börner rückt raus, AMB ist nicht rechtzeitig da und Zieler ist machtlos. Entsprechend der ergebniskosmetische 4:1 Treffer, aber Hannover trotzdem weiter die deutlich bessere Mannschaft. Moroja mit viel mehr Willen als die Defensive der Braunschweiger und da ist wieder Harvard Nielsen, Ding Dong, 5:1, Doppelpass Maxi Bayer und der ist natürlich hier der Vorlagenkönig. Das ist absoluter Wahnsinn, was Braunschweig da anbietet und es ist vor allem absoluter Wahnsinn, dass Maxi Bayer seine vierte Vorlage in diesem Spiel macht. Gut in die Mitte gespielt, Bayer legt nochmal ab für Nielsen, Fejsic ist verwirrt. Und der Ball ist drin, 5:1 zur Halbzeit. Die Fans
machen Selfies bei diesem Spielstand. Völlig nachvollziehbar. Wer hier nicht dabei war, der verpasst auf jeden Fall was. Hattrick von Havard Nielsen in der ersten Halbzeit. 4 Abschlüsse, 3 Tore. Absolut hervorragend. Und die zweite Halbzeit ging erstmal ein bisschen anders los. Und zwar mit Braunschweig, die einiges versuchten. Gute Parade von Ron-Robert Zieler hier gegen Anthony Uja. Aber jetzt war Blau-Gelb bissig und giftig und wollte zumindest mal weitere Ergebniskosmetik betreiben. Kaufen mit dem Ball in die Mitte, da ist Ferrei und es steht 5:2. Zieler sieht nicht hundertprozentig gut aus, aber wir werden es in der Wiederholung sehen. Das war schwer gegen den Neuzugang von Borussia Dortmund 2. Der nimmt den Ball nämlich hochwertig direkt gut an. Eigentlich dachte man, da kommt er überhaupt nicht ran an den Ball, aber er kommt ran und macht dementsprechend das 5:2, aber Hannover, wir wissen's, die sind auch eiskalt vorne. Derrick Köhn, 6:2, 74. Minute, das Spiel plätscherte, aber ab und zu gab es die guten Aktionen von Hannover 96, die hier das deutlich überlegene Team auch in der zweiten Halbzeit waren. Schöner Doppelpass von Derrick Köhn mit Fabian Kunz und dann der Abschluss mit dem schwachen rechten Fuß, aber Fejzic kann nichts machen. Teuchert springt auch über den Ball, war aber trotzdem nicht im Abseits. Hannover einfach zu überlegen. Dann Doppelwechsel. Weidand und Tresoldi eingewechselt. Keine Minute auf dem Platz und sofort ist Nicolo Tresoldi da. Tresoldi, erstes Bundesliga-Tor für den jungen Italiener. Gerade 18 Jahre alt und dann gibt es ein schönes Tänzchen zum Debüt. Was für ein schönes Tor und was für ein toller Zeitpunkt im Derby den Treffer zu machen. Vorlage von Hendrik Weidand und Tresoldi aus dem Winkel trotzdem mit einem klasse Abschluss. Phase chancenlos. Und der Tanz zeigt die gute Stimmung, denn ganz Hannover tanzt an diesem Tag und lässt sich überhaupt nicht mehr aus der Ruhe bringen. Eine Szene gab es noch, eine gute Parade von Ron-Robert Zieler gegen Ferrei. Hält er klasse hier, der Kapitän der Roten, der Mann hinten drin. Zwar zweimal hinter sich gegriffen, aber trotzdem natürlich eine tolle Leistung auch von ihm, sowie von der gesamten Mannschaft von Hannover 96. Und das war dann die letzte Szene des Spiels. Hannover gewinnt mit 7:2 im Niedersachsen-Derby gegen Eintracht Braunschweig. Schickt die Braunschweiger in die absoluten Tiefen der zweiten Liga des Tabellenkellers. Fürs Torverhältnis hat man im Abstiegskampf so auf jeden Fall nichts getan. Aber 96 im Gegenteil definitiv einiges im Aufstiegskampf. Gute Ergebnisse zuletzt und der positive Trend bei Hannover, der setzt sich auch dank Havard Nielsen fort. Ganz kurzer Hinweis an dieser Stelle. Ich musste leider Gottes, weil ich die Aufnahme verbaselt habe, Instagram-Follower wissen mehr, das Ganze ein bisschen nachstellen. Bis zum 4:0 war es der originale Footage. Danach musste ich die restlichen Tore nachstellen. Das heißt, die sahen eigentlich ein bisschen anders aus. Ich glaube, die Torschützen habe ich aber einigermaßen rekonstruiert. Ich hatte das originale Gameplay leider gelöscht. Ärgerlich. Vor allem habe ich es erst, nachdem ich die restliche Aufnahme gemacht habe, gelöscht. Aber kommt vor, verzeiht mir, geht weiter mit dem Video. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe eigentlich erwartet, dass das hier ein ziemlich kniffliges Spiel werden würde und irgendwie ein bisschen härter, weil es ist ultimativ im Karrieremodus und bisher haben wir da echt nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber kann ja keine Ahnung, dass es so ein Kasperletheater hier wird. Ey, 7:2. Ein bisschen auf jeden Fall vergleichbar hier gerade mit Kroatien gegen Argentinien. Das war so planlos und schlecht, aber ey, bei dem Gegner, was will man noch erwarten? Und damit herzlich willkommen zurück. Wir simulieren Training. Unsere Jungs machen das soweit ganz gut. Und wir spielen jetzt ein schweres Spiel vor uns. Auswärts in Düsseldorf. In der Düsseldorf Arena. Ich glaube, die heißt eigentlich anders. Und ich bin jede Folge wieder der Dumme. Jedes Mal begebe ich mich in die Höhle der Löwen und sage, ey, vielleicht sind die Höhepunkte ja jetzt mittlerweile angepasst worden. In der Düsseldorf Arena. Das ist übrigens ein Punkt, den ich echt schade finde, dass sie nicht einfach den Spielplan aus der zweiten Liga übernehmen. Weiß ich nicht, was da das Problem ist, lizenztechnisch oder sowas, aber dass ich jetzt gegen Düsseldorf zuerst mal auswärts spiele, statt wie in echt zu Hause und vor allem direkt nach BS, weiß ich nicht. Soll uns aber egal sein, denn mit der Defensivleistung schaffen wir das auch auswärts. So, und jetzt, guck mal oben Teuchert. Ganz, ganz wichtig, dass der Ball da jetzt auch hinkommt. Oh, schön, Elfmeter, Nielsen. Elfmeter in diesem Jahr, bin ich ehrlich kein Experte drin. Vor allem im Karrieremodus nicht. Das gilt sowohl für den hier, als auch für meine privaten. Mal gucken, oben links, mit Volkpower. Ja, ist doch gut. Nielsen macht die Hütte 1-0, wichtig. Noch vor der Halbzeit in Führung, eben psychologisch extrem guter Zeitpunkt. Wie kann es sein, dass wir direkt nach der Halbzeit so weit aufgerückt sind? Möchte ich gar nicht großartig drüber nachdenken. Gott sei Dank ist Hennings jetzt per se erstmal nicht der schnellste und Moroja hat auf jeden Fall Tempo. Komm, Say hinter. Ja, macht er gut. Jetzt können wir kontern. Perfekt. Ist halt immer so schwierig, die Übergänge hier zu finden, ne? Weil teilweise will ich euer komplett mitnehmen, aber dieser Countdown nervt auch immer irgendwie im Video. Naja, wir machen es einfach mal trotzdem. Und ab geht's. Guck mal, Teuchert wird nicht mal angegriffen. Und jetzt der Ball. Ja, nicht so gut. Das war's schon. Ja, das ist doch Quatsch. Nee, machen wir nicht mehr.
Ey, Alter, Bielefeld marschiert hier. Das ist unglaublich. Das kannst du keinem erzählen. Aber ist in Ordnung, denn aktuell sind wir in der Tabelle auch immerhin mal, auch wenn das jetzt der DFB-Pokal ist, den wir nicht sehen wollen, Vierter. Und Arminia ist... Oh, Alter, das ist so krank. Die haben immer noch nicht verloren. So, Sebastian Ernst hat sich weiterentwickelt. Das ist sehr, sehr schön. Das heißt, wir können dann nochmal auf irgendwas anderes gehen. Unsichtbarer Stürmer ist er jetzt. Vielleicht kann man nochmal an der Position arbeiten. Ich hätte ihn gerne im zentralen Mittelfeld, weil auf der 10 sind wir halt ein bisschen zu offensiv aufgestellt. Dauert aber 70 Wochen. Das heißt, das wird eher nix. EA Sports möchte, dass ich deren Nationaltrainer werde. Lassen wir aber sein, bis die Höhepunkte fixen, beziehungsweise bis das auf jeden Fall was ist, was man gut spielen kann. Vielleicht ist das auch für den normalen Spieler, der jetzt nicht gerade Karrieremodus aufnehmen möchte, ganz gut. Für mich ist es aber echt nicht ausreichend. So, Pokalspiel gegen Werder, das nehmen wir noch mit in der heutigen Episode. Und eine Simulation machen wir am Ende auch noch. Schauen wir mal, was hier die Fragen sein werden. Wir können auf jeden Fall gegen Werder weiterkommen. Ja, es wird ein schweres Spiel. Aber das, klar, gegen den Bundesligisten freust du dich umso mehr über einen Sieg. Letztens konnten wir nur mit einem Tor Vorsprung. Was heißt denn hier nur mit einem Tor Vorsprung? Hauptsache wir gewinnen. Außerdem haben wir mit... Achso, nee, gegen Düsseldorf nur mit einem. Wir werden wieder klasse spielen. Das ist unser Ziel. Wir wollen ja im Endeffekt ein gutes Niveau auf den Platz bringen. Und wir sind zuversichtlich, dass wir unsere gute Form so fortsetzen können. Müssen wir jetzt auch. Am Anfang der Saison war es ein bisschen schwierig. Gerade sind wir ganz gut drauf. Und wir können noch mehr. Da ist noch Luft nach oben. Ihr habt es gerade gesehen. Die spielerischen Ansätze sind da. Sie sind teilweise noch nicht komplett ausgereift. Wenn wir das noch in den Griff bekommen, dann kann uns keiner stoppen. Und dann werden wir die Mission Aufstieg, die wir ja vor der Saison gesetzt haben, auch definitiv erfüllen können. So, DFB-Pokal in der 1 von Heiden Arena, immer gut. Ist besser zu Hause zu spielen als auswärts, gerade gegen Werder. Haben schon eine schöne Choreo gesehen. Wir gucken uns gleich mal die Startelf von Werder an. Ich habe sie gerade schon gesehen. Ist das Christian Groß als Kapitän, wenn ich das schon sehe? Ne? Geht da schon los. Sebastian Kerk steht nicht bei uns in der Startelf, wichtig. So, ihr seht es bei uns, Weinkauf im Kasten. Dem spielt auf der rechten Seite. Dazu spielen Ernst und Ondua im Mittelfeld. Schaub auf der 10 vorne, Weidand und Kerk. Der spielt hängende Spitze. Ein bisschen zurückgezogen hinter Weidand, aber damit wir einfach mal die zweite Reihe ranlassen, ist ja klar. Kann man in der zweiten Runde des Pokals gegen Werder Bremen und den Bundesligisten dementsprechend auch schon mal machen. Christian Groß ist wirklich Kapitän. Ja, Stay, jung, stark, eigentlich die normale Elf, abgesehen vom Weiser. Und Lücke im Fokus, klar, Ex-96er, dementsprechend für ihn doppeltes Heimspiel. Ja, auswärts und ein Heimspiel so gesehen. Doppeltes Heimspiel definitiv nicht, weil er ist ja nicht mehr da. Er ist ja gegangen. Und das auch auf eine Art und Weise, die wir ihm nicht verzeihen werden, deswegen müsste man eigentlich direkt mal umflexen. Nur im Karrieremodus natürlich. So, Kerki und Weidand. Und Weidand ist schnell genug. Kommt keiner hinterher. Hendrik. Oh. So, Phil wurde ja vor der Saison auch mit Werder in Verbindung gebracht. Jetzt zeigen wir denen mal, warum er zu 96 gegangen ist. Gute Arbeit von Schaub. Schade. Gute Idee. Wir sind da. Zieler wichtig gegen Lücke. Und jetzt der Konter. Die Atmosphäre macht sie unsicher. Und jetzt Luca Kreins. Der kann auch Linksverteidiger, der hat die Ballkontrolle. Ah, schickt da Kerki. Ich dachte, der Ball wäre im Aus, war er aber nicht. Und Henne hat gegen Bremen sein erstes Tor gemacht, sein erstes Profitor. Erinnert euch. Ernst, wir sind da, wir sind auf einem guten Weg. Gut, dass ich übrigens gerade Zieler gesagt habe. Es war natürlich Leo Weinkauf, der ja auch seinen Vertrag in Realität verlängert hat. Und den ich letztens Jahr in Sandfort im Urlaub im Hotel getroffen habe. Sympathisches Kerlchen. Wir sind wieder vorne mit dabei. Kerk zurück auf Ernst. Schaub, Weidand. Komm mal, wir kommen nicht so richtig in die Abschlusssituation, aber wir machen das bisher echt gut, muss man sagen. Die Jungs dürfen sich jetzt nur nicht auskontern lassen. Bernie souverän. Und jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da, der Moment. Jetzt ist er da, der Moment, Luis Schaub. Ganz, ganz wichtig. Wir machen die Führung, wir belohnen uns für die gute Leistung bisher. War so ein Duo? Ja. Schnell geschaltet, guter Ball. Abschluss ist zu stark. Pavlenka chancenlos. Wichtig. Ich komme nicht aus diesem Moderatoren-Flair raus. Ne? Immer dieses Neutrale, immer dieses Berichten. Es ist schrecklich, was YouTube und fast vor allem dieser Kommentatorenstil von früher mir gemacht hat. Ja, was ich auch mal über die Spieler freue. Ja, mal sagen, ja geil, Luis. Und geil von Ondua auch gemacht. Reicht doch. Muss auch nicht die ganze Zeit labern. Und Henne. Boah, das war kein Abseits. Fuck. Oh Gott, passt bloß auf den zweiten Pfosten, bitte. Okay, auf den ersten vielleicht auch oder auf die Mitte. Ach du Scheiße. Da.
hat der so Platz und dann kommt der Ball nicht an, Junge. Danke, I guess. Der Kapitän. Ja. Auch mal. War ja auch in. War auch sehr bedrängt, ja. Ich habe wieder keine Kamera mehr. Ey Leute, das könnt ihr mir alles nicht mehr erzählen hier. Ich weiß nicht, was da los ist, aber wir führen jetzt gegen Bremen. Ist doch auch egal. Ihr müsst mich ja dafür nicht sehen. Oh, ach nee. Oh. Ey, Lücke und sein Knie, ne? Pff, muss doch jetzt nicht. Ich dachte, ich darf einmal dreimal wechseln, aber... Pff, ungünstig. Ich meine, das soll nicht ernst mit dem kaputt treten. Oh, und dann würde ich auch noch... Unschöne Szene. Leopold wurde gerade eingewechselt. Den musste jetzt nicht wirklich in dem Moment echt so kaputt treten, ne? Boah, da darfst du dich über Gelb auch nicht beschweren, da kannst du nämlich auch rot sein. Dafür habe ich dich eingewechselt. Ich wusste es einfach schon vorher. Ich wusste, er macht ihn rein. Ey Leute, wir gewinnen den Pokal. Mega Burner, Junge. Was für ein Tempo er da plötzlich aufbringt, aus dem Nichts. Ja, are you ready for Kerk? Are you ready? I don't think so. Wir gehen wirklich durch. Boah, Leo, Junge. Nochmal ein schöner Reflex hier zum Ende. Herrlich. Was ein Ball. Ja. Er war 6 zu 2. 6 zu 2. Also mit den hohen Ergebnissen haben wir es in der Folge heute auch. Krank. So, mis amigos. Einfach mal aufsaugen, die Atmosphäre hier. Geil. Und auch mal zwei Tore nach einwechseln. Wichtig. So, kurzes Interview machen wir noch. Natürlich, gehört dazu. Nach so einem grandiosen Pokalfall. Wir haben es ja angekündigt, ne? Wir können so einiges. Wir haben das definitiv nicht in der Höhe erwartet, aber es ist der Verdienst der Spieler. Das haben sie alle heute kollektiv richtig geil gemacht. Insbesondere, wir sind mit B11 angetreten. Müsst ihr euch mal überlegen, das war nicht mal unsere A11. Ich weiß auch gar nicht, wo ich im Winter nachlegen soll. So, was soll ich machen? Held des Spiels, wir dürfen uns nicht auf Einzelleistungen verlassen. Das war von allen heute klasse, nicht nur von ihm. Vor allem, weil er nur eingewechselt wurde, aber ist natürlich super wichtig. Wir sind ein Team, das ist der Leitsatz. 6 Tore, komfortabler Sieg. Das hätte durchaus auch anders ausgehen können. Ich konzentriere mich auf nächstes Spiel. Ist, glaube ich, der beste Weg jetzt hier, weil wir dürfen jetzt nicht zu sehr in Positivität schwelgen. War nur ein Spiel, das gegen BS ein anderes. Mal gucken, wie das nächste wird. Und zwar gegen Magdeburg. Ja, herrlich, das erfahren wir aber als nächste Folge, weil die Kamera ist ja jetzt aus. Ich blende euch jetzt hier passenderweise einfach mal entweder ein Bild von, beziehungsweise ein Video von Dexter ein. Wie er so tut, als ob er reden würde oder euch zumindest anguckt, oder von der Schildkröte. Eins von beiden. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Sorry für den Kamerafehler, aber Idee ist what it is. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und beim nächsten Türchen sowieso spätestens morgen. Bis dahin, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein. Und tschüss.